Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute wieder alle DM-Neuheiten, die es ab jetzt eben für September neu bei DM im Sortiment zu kaufen gibt. Ich drehe euch ja jeden Monat dieses Video und update euch sozusagen. Dieses Video wird wieder in drei verschiedene Kategorien aufgeteilt. Einmal in Pflege, einmal in Kosmetik und auch einmal in Food, also Lebensmittel. Und da werde ich euch jetzt alle neuen Artikel oder Produkte vorstellen. Wenn euch DM-Videos, DM-Hauls, DM-Shopping-Vlogs, aber auch eben solche DM-Neuheiten-Video gefallen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Denn ich lade euch eben regelmäßig solche Videos online. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit den DM-Neuheiten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich würde sagen, wir starten direkt mit Pflege und zwar mit Balea-Produkten als erstes. Da gibt es nämlich eine neue Sorte, sage ich jetzt mal, aus der Reihe Natural Beauty. Und zwar diese hier, da gibt es ein Shampoo und eine Spülung, also eine Haarpflege. Die ist extra für lockiges und krauses Haar und ist mit Bio-Macadamia-Öl und auch Shea-Butter. Dann haben wir hier ein neues Massageöl, das ist eine Limited Edition und das heißt Mindful Moment. Das ist mit einem blumig-sinnlichen Duft. Dann haben wir von Balea ein neues Duschgel, das ist das hier, das heißt Totes Meersalz. Das ist mit Meeresmineralien und auch Minz- und Limettenduft. Von Balea aus der Reihe Professional gibt es eine neue Haarpflegereihe, die heißt Cashmere Dreams. Das ist auch eine Limited Edition und da gibt es eben diese verschiedenen Produkte daraus und alles sind extra für strapaziertes Haar. Einmal gibt es einen Hitzeschutzbalsam, der schützt bis zu 220 Grad. Dann ein Blow-Dry-Spray, das sorgt eben für geschmeidiges Haar und intensive Pflege. Und dann eben auch ein Haarpflegeserum, das sorgt für gesund aussehendes Haar mit traumhaften Spitzen. Und diese Reihe, also diese Produkte sollen ein Kaschmir-ähnliches Haargefühl geben. Von Balea aus der Reihe Beauty Expert gibt es dann auch neue Produkte. Einmal dieses hier. Das ist ein Serum, das mildert Hautirritationen und regeneriert die Haut. Und dann gibt es auch noch aus der Reihe diese Tagescreme neu. Die mildert Falten und Linien, aber verbessert auch die Hautelastizität. Dann habe ich hier einen neuen Pickel-Abdeck-Stift von Balea entdeckt. Das ist ein 2-in-1-Stift, ganz interessant. Der soll nämlich antibakteriell sein, aber auch abdecken. Von Dresdner Essence gibt es dann diese beiden zwei neuen Pflegebäder neu für den Herbst im Sortiment. Einmal den Feels Like Home Badeschaum und einmal den Berry Vicious Badeschaum. Der ist mit Vanille und auch roten Beeren. Von Belu gibt es dann diesen Duschschaum neu, der heißt You Rock. Dieser ist mit Waldmeisterblüten, saurer Apfel und auch einer süßen Vanillenote. Dann gibt es auch noch diesen hier, der heißt Hey Lovely. Der ist mit Hibiskusblüte, roten Beeren und auch einer Zitronennote. Von Tracky Moon habe ich hier ein Körperpeeling entdeckt, das heißt Winter Fairy Tale. Das ist schon eine richtige winterliche Edition. Das ist mit Shea Butter, Macadamia und auch Vanilleduft. Von Ghoul habe ich dann diese zwei neuen Haarpflegeprodukte entdeckt. Und zwar ist das ein Shampoo und auch eine Spülung. Das ist extra für langes und geschädigtes Haar. Die Produkte wirken stärkend und auch reinigend. Von Alverde habe ich hier eine neue Flüssigseife entdeckt mit Bio-Orange und auch Bio-Olive. Außerdem habe ich auch ein neues festes Shampoo entdeckt. Das soll reparieren und regenerieren. Dann auch eine neue Körperlotion. Die ist mit Aloe Vera und mit dreifach Hyaluron komplett. Dann habe ich hier auch eine neue Körperlotion entdeckt, die ist mit Bio-Aloe Vera und sogar mit dreifach Hyaluron. Das soll der Haut um 50% mehr Feuchtigkeit schenken. Dann gibt es von Garnier auch eine neue Augentuchmaske, das ist die hier. Da habe ich euch letztes Monat ja auch schon die Tuchmaske vorgestellt, fand ich total interessant. Habe ich mir auch schon gekauft und getestet, finde ich sehr gut. Und jetzt gibt es eben auch so eine Augentuchmaske, sind so Augenpads, die muss ich auch unbedingt testen. Da sind 500.000 Probiotics drinnen, das soll die Augen regenerieren, aber auch feine Linien mildern. Von Garnier habe ich dann auch noch ein neues Micellenreinigungswasser entdeckt mit Aloe Vera, das ist das hier. Das reinigt, spendet Feuchtigkeit und entfernt eben Make-up, finde ich auch sehr interessant. Ich liebe ja die Micellenreinigungswasser von Garnier, vielleicht werde ich mir das beim nächsten Mal mitnehmen. Von Garnier gibt es ebenfalls diese drei neuen Superfood Body Butter. Die sollen alle 48 Stunden lang halten. Bin ich schon sehr gespannt. Hören sich auch sehr gut an. Einmal mit Kakao. Das ist eine reparierende Body Butter. Die soll Feuchtigkeit spenden bis zu 10
Hautschichten sozusagen. Klingt auch sehr spannend. Dann gibt es eine mit Aloe Vera und Magnesium, die soll beruhigen. Dann gibt es auch noch eine Creme Gel, die ist mit Wassermelone und auch Hyaluronsäure. Klingt auch sehr spannend. Außerdem habe ich hier auch noch ein 2-in-1 reparierendes Haarshampoo entdeckt. Das ist mit Vanille und auch mit Papaya. Erstens soll das Haar reparieren und zweitens soll das Haar entwirren und Geschmeidigkeit verleihen. Von Taft gibt es dann 4 verschiedene Pflegeprodukte für das Haar neu, finde ich auch sehr spannend. Einmal ein pflegendes Volumenwunder, das soll ein leichter pflegender Schaum sein. Ideal bei feinem und blattem Haar. Dann haben wir hier ein Overnight Wellenwunderspray. Das soll Wellen und Locken ohne Hitze zaubern. Also das hört sich auch super spannend an, vielleicht probiere ich das mal aus. Dazu muss man aber auch die Haare flechten und dann davor dieses Spray einsprühen. Aber ich denke mir, wenn man die Haare über Nacht flechtet, dann kommen ja sowieso Wellen und Locken, also vielleicht verstärkt das noch. Vielleicht dann doch nicht so sinnvoll, weil wenn man die Haare flechtet, dann haben die ja schon Wellen. Dann haben wir hier ein Trockenschaum-Shampoo. Das soll das Haar eben über Nacht frisch machen. Dann gibt es auch noch dieses 4-in-1 Beauty-Wunder. Das ist ein Fluid, einmal Antifrizz. Dann soll das ein gepflegtes Haargefühl geben, Geschmeidigkeit und einen natürlich aussehenden Glanz. Vom Baby gibt es dann diese 3 neuen Lippenpflegestifte neu im Sortiment. Der rosane ist mit Mandelöl und Shea Butter. Der blaue mit Avocadoöl und Shea Butter und dieser glänzende rosane ist mit einem Rosenölextrakt und Shea Butter. Da gibt es so einen leichten Schimmer auf den Lippen. Dann habe ich von BB auch diese neue Soft Body Milk entdeckt. Die ist für sehr trockene Haut. Von BB gibt es übrigens echt viele neue Produkte im Sortiment. Die stelle ich euch jetzt alle vor. Weiter geht es mit diesem sanften Micellen-Reinigungswasser. Das ist mit Rosenwasser und für empfindliche und trockene Haut geeignet. Dann ein Waschgel und ein milder Make-up-Entferner in einem. Mit Aprikosenduft ist das. Dann gibt es noch total verschiedene, viele neue Tagescremen für die verschiedensten Hauttypen. Also trockene Haut, normale Haut, Mischhaut und so weiter. Von Shabens habe ich dann diese neue Retinol-Tuchmaske entdeckt. Bis zu 56% weniger Falten und bis zu 136% mehr Feuchtigkeit. Das ist mit Retinol, Elektrolyte und auch Jojobaöl. Klingt auch sehr interessant. Ja, dann geht es weiter mit der nächsten Kategorie und zwar mit der Kategorie Kosmetik. Da fange ich jetzt mal an mit Maybelline New York Produkten. Zum einen gibt es hier 2 neue Augenbrauen-Mascaras. Einmal in Deep Brown und einmal in Transparent. Dann habe ich von L'Oreal einen neuen Bronzing Powder entdeckt. Der ist langanhaltend und hat eine hohe Deckkraft. Und der Teint soll wie von der Sonne geküsst sein. Von Essie habe ich dann diese 2 neuen Nagellackfarben entdeckt. Die sind, finde ich, schon etwas herbstlich. Von NYX gibt es dann auch viele verschiedene Produkte. Einmal Liquid Eyeshadows. Die heißen Ultimate Glow Shots. Also die sollen richtig glowen und schimmern. Da gibt es eben diese 5 verschiedenen tollen Farben, muss ich sagen. Dann gibt es hier einen Contouring-Stift neu mit 2 verschiedenen Farbnuancen. Die sollen eine tolle cremige Textur haben. Dann gibt es auch ganz viele verschiedene Rouge-Sticks neu in super vielen verschiedenen Farben. Ich blende euch mal hier diese Farbpalette ein. Klingt auch sehr interessant. Weiter geht es mit einem dünnen Contouring-Stift. Außerdem gibt es auch noch diese schöne große Eyeshadow-Palette. Die heißt Ultimate Queen. Die hat ganz viele Brauntöne enthalten und goldglänzende Nuancen mit Schimmereffekt. Diesen Primer gibt es dann auch neu. Der stimuliert die Gesichtshaut dank Elektrolyten. Ist mit Vitamin E, Magnesium und sogar auch Vitamin C. Von Catrice habe ich dann hier diese neue Primer-Mascara entdeckt. Das ist eine pflegende Mascara-Base mit Rizinusöl und das soll eben auch gleichzeitig die Base sein und die Wimpern verlängern und pflegen. Dann habe ich von Catrice diese schöne matte Lidschattenpalette entdeckt. Finde ich auch so schön, vor allem jetzt auch passend für den Herbst. Die hat 8 hochpigmentierte Lidschatten enthalten, die eben matt sind und eine samtig weiche Textur haben. Dann gibt es auch noch 3 neue matte Rouge-Töne. Die haben ein natürliches Finish, sind matt und schwerelos. Außerdem habe ich neue Lippenstifte von Catrice entdeckt. Den gibt es insgesamt in 9 verschiedenen Farbnuancen. Also von Nude,
über Braun, Rot, Rosatöne, sind ganz viele dabei, sehen auch cool aus, muss ich sagen. Die haben ein Hochglanzfinish, aber auch eine pflegende Textur und mit feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure. Dann habe ich hier wieder so eine pflegende Mascara entdeckt, hat einen Lash Boost Komplex, ist eine stärkende Volumen-Mascara und dann habe ich hier nochmal eine Lidschattenpalette entdeckt, ebenfalls mit 8 verschiedenen Farbnuancen. So, jetzt kommen wir auch schon zur Kategorie Food, da gibt es auch tolle Produkte zu entdecken. Wir fangen jetzt mal an von ja, Mitte DM Bio mit ganz vielen verschiedenen Nusspackungen. Da habe ich auch schon ein paar probiert, sind echt lecker. Einmal gibt es hier einen Cookie-, Nuss- und Kaffeemix. Dann einen mit gerösteten Haselnüssen, Cashewkerne und Mandeln. Dann hier eine gesalzene Nusspackung mit verschiedenen Nüssen. Dann haben wir hier einen Caribbean-Mix, den habe ich schon probiert, schmeckt auch sehr lecker. Der ist jetzt nur mit Trockenfrüchten, also mit Kokos, Mango und Ananas. Dann haben wir hier Nüsse mit Chili, also scharfe Nüsse, auch interessant. Dann ein Mix mit Nüssen, Sauerkirschen, Haselnüssen, Schokoladenstückchen. Dann haben wir hier Schokolade, Mandeln, Cashew, Cranberries und Mandeln. Dann haben wir hier eine Ginger-, Kokos- und Nussmischung und auch einen mediterranen Mix. Dann gibt es bei DM eine neue Lebensmittelmarke, die heißt Natumi. Da gibt es drei verschiedene Pflanzendrinks. Einmal eben den Natural, dann haben wir einen mit Kokos und Reis und dann noch eine Hafer-Barista. Nee, es sind vier. Ich habe nämlich hier noch einen mandelungesüßten Pflanzendrink. Dann habe ich von Bio-Vegan hier einen Eiersatz gefunden und von Heimatgut einmal Hafersticks und auch einmal Laugensticks. Das sind so die Alternative für Salzstangen oder sowas. Ihr könnt jetzt meine letzten zwei Videos sehen. Ihr dürft mich auch kostenlos abonnieren. Darüber würde ich mich mega freuen. Ja, das war es jetzt schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.